Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurztest mit dem Medion LiveTap S8311. Ich bin Peter für taptech.de und konnte mir das Tablet in den letzten Tagen etwas genauer anschauen. Ja, grundsätzlich handelt es sich um ein normales 8 Zoll Tablet mit Android-Betriebssystem, welches aber durchaus einige positive Eigenschaften besitzt und das trotz des relativ niedrigen Preises von 199 Euro bei Medion direkt. Es wurde aber schon mal mit der Endziffer 2 in der Modellnummer bei Aldi Süd verkauft für nur 179 Euro. Da war es aber meist immer relativ schnell ausverkauft, deswegen muss man da Glück haben. Die Chancen stehen aber relativ gut, dass das Tablet irgendwann nochmal direkt bei Aldi verkauft wird. Alternativ kann man es natürlich auch bei Medion direkt für 199 Euro kaufen. Ja, beginnen wir mit der Hardware und dem Design. Grundsätzlich hat sich Medion wie immer relativ viel Mühe gegeben, indem man hier ein Gehäuse aus Metall verbaut. Man sieht aber auch schon die Nachteile. Hier sieht dann die Fingerabdrücke relativ gut drauf zu sehen. Ich hatte es vorher natürlich schön gereinigt. Grundsätzlich die Beschichtung lässt sich relativ gut reinigen und die Logos von LiveTap und Medion fallen nicht wirklich großartig aus, die sind nur ganz leicht eingraviert. Die Rückseite ist an einem schönen Silber gehalten. Grundsätzlich knarzt hier nichts, wenn man das Tablet drückt. Allein hier diese Oberfläche aus Kunststoff bzw. diese Kappe, die einen guten Empfang der Funkmodule ermöglichen soll, ist relativ ja, weich geraten und knarzt dann auch minimal. Das ist aber wirklich nur ein ganz kleiner Kritikpunkt. Dann sehen wir hier einmal die 5-Megapixel-Kamera, die durchaus gute Fotos macht, wenn das Licht stimmt. Mit einem normalen Kamera-Smartphone oder sonstigem kann es natürlich nicht mithalten. Ansonsten auf der linken Seite findet man dann die Lautstärketasten und einmal den Ein- und Ausschalter. Grundsätzlich sind die Tasten relativ gut geraten, was den Druckpunkt angeht, aber die Materialwahl ist nicht perfekt mit dem Kunststoff. Hier hätte man durchaus auch Aluminiumtasten bzw. Metalltasten nehmen können. Darunter finden wir dann einmal den Micro-SIM-Slot. Dieses Tablet hat ein UMTS-Modem und somit kann man unterwegs auch damit surfen, sowie ein Micro-SD-Karten-Slot, in den kann man dann den internen Speicher von 16 GB um bis zu 32 GB erweitern. Auf der Unterseite ist nichts. Das bedeutet natürlich, dass auf der Oberseite einmal der Micro-USB-Port angebracht ist, ein Infrarot-Port, mit dem man zum Beispiel einen Fernseher steuern kann. Und ein Kopfhöreranschluss 3,5 mm. Das war es dann auch mit den Anschlüssen an den Seiten. Zum Infrarotport ist noch zu sagen, die Software, die da vorinstalliert ist, ist tatsächlich etwas eingeschränkt. Wir können wirklich nur Medion und Lenovo-Geräte damit bedienen, was die Funktion eigentlich komplett überflüssig macht. Man müsste sich nach einer Alternative umgucken, die Software, die das dann halt regelt. An der Front sehen wir einmal das 8 Zoll große Display. Wir haben hier eine Auflösung von 1920x1200 Pixeln. Darüber haben wir eine 2-Megapixel-Kamera und hier in dem Bereich befindet sich dann noch eine rote LED, die einmal anzeigt, wenn das Tablet geladen wird oder auch als Benachrichtigungs-LED genutzt werden kann. Dann haben wir hier einmal noch ein erstes Mikrofon und an der Unterseite dann relativ gut platziert den Frontlautsprecher. Es gibt nur einen Frontlautsprecher, demnach wird der Ton auch nur an der Unterseite rausgegeben, aber man kann den Lautsprecher im Spielen eigentlich nicht wirklich verdecken, weil der Bereich hier immer frei bleibt. Insgesamt haben wir hier einen MediaTek-Prozessor verbaut. Ist nicht die beste Voraussetzung für Updates, deswegen haben wir hier auch nur Android 4.4.2 KitKat vorinstalliert. Grundsätzlich muss man sich also damit zufrieden geben, vermutlich, was man in dem Fall hier kriegt. Als Funkmodule haben wir einmal 3G. Ich habe hier jetzt eine O2-Karte drin. Mit bis zu 21,6 Mbit kann man damit funken. Obwohl wir hier ein UMTS-Modem haben, können wir damit nicht telefonieren, aber wir können immerhin eine SMS verschicken. Die SMS-App ist hier natürlich vorinstalliert und kann ganz normal benutzt werden. Wie ihr seht, ich habe hier eine Netzclub-SIM-Karte drin. Das funktioniert ohne Probleme. Sowohl im O2-Netz als auch im Telekom-Netz mit meiner normalen SIM-Karte aus dem Smartphone hat das wunderbar funktioniert. Der Empfang sowohl per UMTS als auch mit dem GPS-Modul, wenn man zum Beispiel damit navigieren möchte, funktioniert sehr gut. Gleiches kann ich vom Wi-Fi-Empfang sagen. Wir haben hier ein Wi-Fi-N-Modul drin. Das funktioniert wunderbar. Es wird nichts gestört durch das Metallgehäuse, also die Kunststoffabdeckung auf der Rückseite tut ihren Dienst. Ja, ansonsten
können wir uns das Display etwas genauer anschauen. Die hohe Auflösung sorgt natürlich dafür, dass die Inhalte sehr schön scharf dargestellt werden. Auch die Performance im Browser ist sehr angenehm. Hier jetzt die Helligkeit im Video wirkt relativ hell. Das ist noch nicht mal die volle Helligkeit, die ich hier eingestellt habe. Wenn wir das noch mal ein bisschen heller einstellen, sieht das schon deutlich besser aus. Trotzdem ist die Helligkeit nicht wirklich extrem hoch, besonders wenn man unterwegs ist. Und das bietet sich mit dem UMTS-Modul natürlich auch an. Hat sich die Helligkeit und die Spiegelung des Displays, die man hier sehr schön sehen kann, als negativ herausgestellt. Also die Helligkeit ist gerade noch so akzeptabel, wenn man unterwegs arbeitet in geschlossenen Räumen, wie auch hier im Video zum Beispiel, funktioniert die Helligkeit relativ gut. Man muss die Helligkeit aber relativ hoch einstellen, um auch wirklich gut was zu erkennen, damit die Inhalte sehr schön dargestellt werden. Gleiches gilt natürlich auch für Spielen oder wenn man liest, bestimmte Artikel öffnen, dann wirkt das Display einfach in dieser Helligkeitsstufe schon angenehm hoch, sorgt dafür dann dafür aber auch, dass die Laufzeit nicht so extrem hoch ausfällt, wie Medion das versprochen hat. Auf der Oberfläche befindet sich eine Anti-Fingerabdruck-Beschichtung. Diese funktioniert ja mittelmäßig. Also hier in dem Video, ich habe es gerade gereinigt, ist das Display noch schön sauber geblieben. Grundsätzlich sammeln sich auch trotzdem die Fingerabdrücke auf dem Display, aber durch diese Beschichtung lassen sich diese wunderbar einfach entfernen. Und das finde ich schon mal einen großen Vorteil. Bei anderen Geräten muss man richtig viel reiben, bis die Fingerabdrücke wirklich weg sind. Hier nimmt man einfach ein Brillenputztuch oder ähnliches und kann die Fingerabdrücke einfach wegwischen. Was mir negativ aufgefallen ist, ist leider ein Pixelfehler. Den sieht man dann hier in dem Bereich. Wenn man diesen einmal entdeckt hat, dann sieht man ihn immer wieder. Und das ist wirklich unschön. Klar, das Tablet kostet nur in Anführungszeichen 199 Euro. Aber trotzdem, Pixelfehler ist immer schlecht. Und da kann man das natürlich dann austauschen lassen. Obwohl das natürlich nicht abgedeckt ist von der Garantie. Aber man kann dann die 14 Tage Rückgaberecht nutzen und kann dann hoffen, dass das nächste Gerät ohne Pixelfehler kommt. Das ist aber kein Standard. Das war jetzt das erste Gerät überhaupt, was ich jemals mit einem Pixelfehler bekommen habe. Die Performance an sich ist wirklich sehr gut. Also ich muss sagen, der MediaTek 8-Kern-Prozessor mit 8 Cortex-A7-Kern hat mich überzeugt. Er taktet mit 1,7 GHz, besitzt 2 GB RAM und wir haben hier 16 GB internen Speicher. In Benchmarks ist er im oberen Mittelklasse-Bereich. Mehr braucht man aber auch nicht, denn in Spielen zum Beispiel wie Dead Trigger kann sogar in den höchsten Details wunderbar gespielt werden. Das Display tut dann sein Übriges. Wir haben hier eine schöne hohe Auflösung auf 8 Zoll und da werden die Details schön eingestellt. Die Kompatibilität mit Spielen ist auch sehr gut. Also wir kriegen bei vielen Spielen die volle Auflösung. Wenn wir mal die Spiele hier anschauen, die ich ausprobiert habe, Dead Trigger 2, Asphalt 8, Modern Combat oder hier ganz normal Hillclimb Racing, funktionieren alle wunderbar. Bei Modern Combat kommt das System aber schon an seine Grenzen, wenn man die höchsten Details einstellt. Da muss man halt schauen, ob man wirklich mit den höchsten Details und allen Effekten spielen möchte oder ob man wirklich vielleicht noch mehr Frames möchte, um das noch flüssiger zu spielen, was dann den Spielablauf deutlich verbessert. Insgesamt aber von der Performance sehr gut. Mit Android 4.4.2 ist man relativ gut aufgestellt. Ob es jemals ein Update geben wird, weiß ich nicht. Also können wir auch nicht sagen, haben wir auch keine Bestätigung für. Wir würden eher nicht damit rechnen. Da ist wahrscheinlich der MediaTek-Prozessor ein Hindernis. Akkulaufzeit ist nicht so gut, wie Medion das verspricht. Medion hat hier eine Laufzeit von 10 Stunden versprochen. Die haben wir selbst in jeglichem Szenario nie erreicht. Da müsste man das Tablet wirklich mit der minimalsten Helligkeit einfach hinlegen und nichts machen. Dann würde man vielleicht auf die 10 Stunden kommen. So aber nicht. Normale Laufzeit in unserem Akkutest mit Displayhelligkeit auf der höchsten Stufe, in der Wiedergabe eines Videos und verbundenem WLAN haben wir 5,5 Stunden erreicht. Da man das Display im Betrieb aber relativ hoch einstellen muss von der Helligkeit, ist die Laufzeit so bei 1 bis 1,5 Tagen. Bei einer Display-On-Zeit vielleicht dann, wenn man nicht die vollste Helligkeit nutzt, bei 6 bis 7 Stunden. Also muss man schauen, dass man damit gut haushaltet. An die 10 Stunden sind wir jedenfalls nicht rangekommen. Wirklich viel Software hat Medion vorinstalliert. Also ist ja üblich, dass man ja, mit relativ viel Bloatware bei solchen Systemen rechnen muss. Grundsätzlich ist das System so zu uns gekommen. Ich habe nur das Wallpaper geändert, weil es besser im Video zu sehen ist. Wir haben hier einmal die ganzen Apps von Medion, die vorinstallierten Live-Player, wo dann zum Beispiel Videos abgespielt werden können. Dann haben wir zum Beispiel eine Mediathek, die mir relativ gut gefallen hat. Da werden zum Beispiel freier Content von Videos oder sonstigem angezeigt.
aus verschiedenen Kategorien kann man Sachen wählen. Funktioniert auch wunderbar, kann man sehr schön streamen zu Hause und sich Inhalte anschauen. Die Fernbedienung, wie gesagt, relativ eingeschränkt. Wir können hier mal in die unterstützten Geräte gehen und da können wir wirklich nur Geräte von Lenovo oder Medion einstellen. Es gibt keine Funktion, wo man zum Beispiel die Fernbedienung selbst programmieren könnte. Also die App ist im Grunde unbrauchbar. Dann haben wir hier noch weitere Maps, wie zum Beispiel Hintergründe, einen Dateimanager, Tastaturen können wir einstellen, Kompass, Updater für Updates, wenn welche kommen. Und Medion to go ist natürlich die App, um im Medion Shop zu shoppen. Was ich ganz gut finde und was natürlich auch die Besitzer oder beziehungsweise die Erstkäufer von dem Tablet wirklich mal schauen sollten, ist die Bedienungsanleitung. Hier findet man wirklich, die Platzierung ist erstmal sehr gut auf dem Homescreen und hier findet man wirklich alle Informationen, die zu diesem Tablet wirklich wichtig sind und man kann das wirklich sehr schön nutzen und lesen. Die Platzierung ist wie gesagt direkt auf dem Homescreen, also fast unübersehbar. Was mir weiterhin gut gefällt, ist diese kleine App. Gut, man wird sie vielleicht nicht wirklich häufig benutzen, aber nach den ersten Starts kann man so schön sehen, wo welche Anschlüsse sind. Ansonsten fängt es natürlich jetzt weiter an mit Google. Google hat natürlich seine Apps hier ganz normal installiert, beziehungsweise Medium musste es installieren, um den Play Store und die Play Services zu nutzen. Dann haben wir Alternativen zu Word, Excel und PowerPoint von einem Hersteller wie SoftMaker. Wir haben ganz viele Apps, um zum Beispiel zu zeichnen. Ich habe hier zum Beispiel mal vorgezeichnet, wenn ich das noch finde. Nee, aber man kann zum Beispiel hier dann ganz normal zeichnen. Vielleicht, wenn man seinen Kindern das Tablet in die Hand drücken möchte, dann können diese hier zeichnen. So, und es gibt natürlich sehr viele Apps, wo man zum Beispiel Fotos bearbeiten kann. Also Photodirector, YouCam Perfect, YouCam Snap und Image Chef natürlich alles verschiedenste Apps, womit man Bilder bearbeiten, anschauen oder Fotos manipulieren oder sonstiges kann. Das funktioniert. Dann haben wir hier noch zwei Apps für News und Sports und einmal als Kamera die ganz normale Google-Kamera, die mit der man dann Fotos und Videos machen kann. Ansonsten verstecken sich einige Apps auch im App Drawer. Die hat man nicht so prominent platziert, was eigentlich sehr schade ist, denn besonders die App GoPel OSM klingt erstmal ja, relativ unscheinbar, aber ist tatsächlich ein vollwertiges Navigationsprogramm. Wir haben hier UMTS, wir haben hier GPS und wir können hier uns Karten runterladen für ganz Europa und das ist doch schon nicht schlecht. Also wenn man hier sich die Navigation zum Beispiel auf der SD-Karte speichern möchte, dann kann man hier sich die jeweiligen Sachen runterladen und dann ganz normal navigieren. Ich starte mal kurz die Karte hier und dann werden die Inhalte geladen und wir haben hier eine vollwertige Navigation und müssen zum Beispiel nicht Google Maps mit per Internet benutzen, sondern haben hier wirklich eine Offline-Navigation, die wir so nutzen können. Ob man das jetzt mit einem 8-Zoll-Gerät in einem Auto machen muss oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Die Funktion und man bezahlt ja dafür, ist in jedem Fall vorhanden und man muss sich nach keiner Alternative umschauen. Was ich auch gut finde, ist das vorinstallierte FM-Radio. Dazu wird auch ein Kopfhörer mitgeliefert, der sogar mit diesem unverwirrbaren Kabel ausgeliefert wird und somit auch genutzt werden kann. Ansonsten finden wir hier noch diverse Apps, zum Beispiel McAfee Security, um zum Beispiel ja, die Sicherheit zu gewährleisten, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, das zu benutzen, denn wirklich unsichere Sachen gibt es in dem Fall nicht zu sehen. Und wir können dann zum Beispiel noch einige weitere Sachen hier finden, wie zum Beispiel das Videostudio, um zum Beispiel aufgenommene Videos zu bearbeiten. Und zum Beispiel Schutzklick, das ist aber, naja, sagen wir mal, eher eine Software, eine Versicherung, die Medion hier verkaufen möchte, für 24 Monate 50 Euro. Sowas muss man nicht haben. Das Gute an der Sache ist, dass man wirklich alle Apps und Spiele bzw. Inhalte, die hier vorinstalliert waren, einfach deinstallieren kann und diese dann nicht mehr haben muss. Zum Beispiel Anschlüsse, wenn wir das nicht mehr haben wollen, deinstallieren. Wenn man das Tablet dann wiederherstellt, funktioniert es, ist es wieder vorinstalliert auf dem Gerät. Ja, das war ein Kurztest mit dem Medion LiveTab S8311. Grundsätzlich muss ich wirklich sagen, hat uns das Gerät wirklich gefallen. Es gibt natürlich einige Punkte, die nicht perfekt sind, aber bei einem Preis von 199 Euro bzw. 179 Euro bei Aldi muss man halt damit leben. Insgesamt hat es überzeugt mit einer guten Verarbeitung.
einer relativ langen Laufzeit. Man muss halt schauen, wie man damit umgeht und mit einer wirklich guten Performance, da Medion hier wirklich kaum etwas am System anpasst, sondern nur zusätzliche Apps installiert. Die Manipulation am System würden das Ganze ausbremsen und die finden hier nicht statt. Insgesamt also durchaus empfehlenswert. Es ist nicht perfekt, aber das muss es für 199 Euro auch nicht sein. Wer sich sowas gekauft hat, der wird damit wahrscheinlich glücklich. Die Ansprüche sind da in der Preisklasse auch nicht wirklich hoch. Ja, das war der Test des Medion Lifetap S 8311. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr uns natürlich in den Kommentaren im Blog oder unterm Video diese stellen und wir versuchen diese zu beantworten. Ansonsten bis zum nächsten Mal.